Kommt, Jungs, auf zum Panzer. Ein Touristenprogramm wie kein anderes, in einem Land wie keinem anderen. Dieser Panzer steht hier seit 1968. Seit 2011 organisiert Andrei Smolensky solche Sowjet-Touren für die wenigen Touristen, die nach Transnistrien einreisen dürfen. Die Sowjet-Tour ist unser Konzept, um zwei geschichtliche Perioden Transnistriens zu zeigen und zu erklären. Das ist etwas Einzigartiges. Genau das haben wir gesucht. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Eine sehr ursprüngliche, autonome Gegend. Jetzt möchten wir mehr über diesen Ort erfahren. Mehr als das, was sich im Internet findet. Über dieses Land, das nicht existiert. Transnistrien. Die kleine separatistische Enklave zwischen der Republik Moldau und der Ukraine hat sich nach dem Zerfall der UdSSR 1990 zu einem unabhängigen Staat erklärt. Trotz mehrfacher Aufforderung wurde Transnistrien international bislang nicht anerkannt. Es funktioniert jedoch wie ein Staat. Hier seht ihr das Parlaments- und Regierungsgebäude. Es stammt aus dem Jahr 1983. Die Lenin-Statue ist von 87. Daneben die Flaggen von Transnistrien und Russland. Schon beim Überqueren der Grenze merkt man, dass es zwar ethnisch gleich ist, aber die Sprache ist anders. Es ist nicht derselbe Lebensstil. Das ist ganz offensichtlich. Es macht keinen Sinn, dass diese Region zu Moldau gehört. Sie sprechen nicht die gleiche Sprache. Hier scheint alles in der Sowjetära stehen geblieben zu sein. In den großen Städten hat die UdSSR an jeder Ecke Spuren hinterlassen. Für die 470.000 russischsprachigen Einwohner des Landes spielt ihre Geschichte eine wichtige Rolle. Das zeigt sich jedes Jahr am 12. April. Es ist der Tag, an dem 1944 die von den Nazis besetzte Hauptstadt Tiraspol nach 970 Tagen befreit wurde. Vor 78 Jahren hisste der Soldat Mamjedow über dem halb abgebrannten Theatergebäude die rote sowjetische Flagge mit Hammer und Sichel. Er beendete damit eine lange Reihe schwarzer Tage der Besatzung und des Terrors. Die letzten Jahrzehnte wurden vor allem geprägt vom 1992 ausgebrochenen Unabhängigkeitskrieg gegen die Republik Moldau. Der Konflikt dauert nur ein paar Wochen, aber mehrere tausend Menschen starben. Jedes Jahr gedenken sie dieser Opfer des Krieges. Igor Smirnov war der erste Präsident Transnistriens von 1991 bis 2011. Dem großen russischen Bruder ist er bis heute dankbar. Russland ist zum Friedensstifter geworden. Sie müssen bedenken, dass seit 30 Jahren keine einzige Person umgekommen ist. Das bedeutet, dass die Einstellung von Moldau wie auch von Transnistrien jetzt von Toleranz geprägt ist. Niemand schießt mehr aus dem Hinterland, keiner rennt. Wir sind dieser Großmacht sehr dankbar, dass sie das Massaker beendet hat. Die Sicherheit Transnistriens wird immer noch durch 1500 russische Soldaten gewährleistet. Ansonsten kommt der Zwergstaat allein zurecht. Bekannt für einen regen Schwarzmarkt wie den Waffenhandel, unterhält er auch weltweite legale Handelsbeziehungen. Doch die dort hergestellten Produkte, wie etwa Alkohol, unterliegen Moldaus Regeln. Sie werden als Moldaus Produkte verkauft, nicht als die Transnistriens. Das sei ungerecht, sagt Vitali Ignatiev, der transnistrische Außenminister.
Das Hauptproblem besteht darin, dass Moldau in all den Jahren mit Blockaden und Einschränkungen Druck auf Transnistrien ausgeübt hat. Sie verhaften unsere Bürger aus politischen Gründen und schränken ihre Freizügigkeit ein. Unsere Autos dürfen in der EU und seit September letzten Jahres auch auf dem Gebiet der Ukraine nicht mehr frei fahren. Derzeit blockiert Moldau die Lieferung von Medikamenten, Lebensmitteln und Düngemitteln für unsere Landwirtschaft. Diese Blockaden sind für uns ein großes Hindernis. Sie erschweren es uns, frei zu leben und uns zu entwickeln. Die internationale Staatengemeinschaft lässt sich von Moldau manipulieren. Die Bürger des Staates, der offiziell nicht existiert, haben ein starkes patriotisches Bewusstsein entwickelt. Sascha ist 36 und Wachmann in einem Restaurant. Wie so viele lebt auch er in einem Wohnviertel aus der Sowjetära, wie viele andere Bürger seines Landes. Willst du einen Granatapfel? Such dir einen aus. Der sieht doch toll aus. Den meinen Sie? Ja, er ist schön reif und sicher süß. Gut, den nehmen wir. Vielen Dank, schönen Tag noch. Dieses Viertel wurde zu Sowjetzeiten gebaut, Ende der 80er Jahre. Hier leben viele verschiedene Nationalitäten: Russen, Moldawier, Ukrainer, Bulgaren. Wir sind eine multinationale Republik. Viele Menschen in meinem Alter oder auch jünger gehen weg, oft nach Russland und in letzter Zeit auch nach Europa, auf der Suche nach einem besseren Leben. Mama, wir sind zurück. Na endlich. Hallo. Siehst du die Kleine aus? Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine schaut Sascha jeden Abend Rossiya 1, einen russischen Staatssender, dessen Moderatoren ihre Unterstützung für Putins Politik offen zeigen. Krieg. Immer der Krieg in der Ukraine. Das hört nicht auf. Ja, schrecklich. Die momentane Situation, die jüngsten Ereignisse in der Ukraine gehen uns sehr nah. Das ist ein brennendes Thema. Jeder hat dort Verwandte, Bekannte und andere Menschen, die ihm nahestehen. Deshalb verfolge ich das Thema regelmäßig. An diese Gefühle appellieren die offiziellen russischen Medien Tag und Nacht. Wenn Sie mich fragen, welche Lösung ich mir für das Problem wünsche, würde ich sagen, ich möchte, dass Friede und Harmonie einkehren. Ich wünsche mir, dass die Transnistrische Moldauische Republik unabhängig wird und im besten Fall sogar Mitglied der Russischen Föderation. Das ist meine Meinung. Natürlich will ich so schnell wie möglich Frieden und dass dieser Krieg keine Menschenleben mehr fordert. Mir ist klar, dass es darum geht, die russischsprachige Bevölkerung zu schützen. Aber ich will, dass es bald vorbei ist. Viele wünschen sich das Ende des Krieges. Die Mehrheit der Transnistrier ist pro-russisch eingestellt, aber nicht alle sehen sich in diesem Krieg an Moskaus Seite. Bender, die zweitgrößte Stadt des Landes. Alexander ist Mathematiklehrer und Putin-Gegner. Seit dem Ausbruch des Konflikts ist er in den sozialen Netzwerken sehr aktiv.
Es ist Zeit, den Menschen nicht nur das zu geben, was sie verloren haben, sondern auch neue Lebensgrundlagen für sie zu schaffen. Ich bewundere diesen Mann wirklich. Das ist ein historischer Moment, um all die bisher ungelösten Probleme zu beseitigen. Wir sind hier nicht in Russland. Hier herrschen Rede- und Meinungsfreiheit. Wir haben auch Zugang zu allen Medien. In Transnistrien ist alles recht fortschrittlich und man kann sich anschauen, worauf man Lust hat, ohne Einschränkungen. Alexander verbreitet die Informationen aus der Ukraine mit einem bestimmten Ziel. Es ist einfach so, dass in unserer Region alle der Russischen Föderation zugewandt sind. Jeder dachte, und auch ich habe das lange Zeit geglaubt, dass Russland sich um uns kümmern und uns helfen würde. Viele Menschen schauen nur russische Nachrichtenkanäle und haben deshalb ein verzerrtes Weltbild. Viele wollen die Realität nicht akzeptieren, weil dann ihre Weltanschauung Risse bekäme. So etwas ist natürlich sehr schmerzhaft. Ich kann sie schon auch verstehen. Alexander glaubt dennoch zuversichtlich, dass seine Regierung ihren eigenen Weg finden wird, ohne sich am Krieg zu beteiligen. Andere haben diese Hoffnung verloren und überlegen, in ihre ideologische Heimat zu fliehen. Tatjana ist Englischlehrerin. Sie ist 46 und hat ihr Viertel noch nie verlassen. Geht's dir gut? Ja, alles gut. 1992, als Jugendliche, sah sie durch das Fenster die Angriffe von Moldaus Armee. Wir haben gesehen, wie die, ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt, vorbeizischten, von rechts nach links. Das ging nicht nur eine Nacht so. Eine, dann zwei, dann drei. Wir haben ständig mit dieser Angst gelebt, 3 Monate lang. 3 Monate nichts als Bomben. Bombing, Bombing, Bombing. Diesen Albtraum will Tatjana nicht noch einmal durchleben. Ich bekam eine Nachricht, die sehr seltsam ist und sehr bedrohlich. Ich will sie Ihnen übersetzen. Hallo, ihr Bastarde. Oder so ähnlich. Mein Name ist Alexander Alexandrowski. Ich bin moldawischer Nationalist. Ich habe in euren Schulen Bomben deponiert und werde auch Ihnen Bomben schicken. Ruhm sei Moldau. Tod den Russen. Ich bin Russin. Was bedeutet es, wenn man mir so eine Nachricht schickt? Wollen Sie meinen Tod? Das ist doch furchtbar, oder? Ob Wahrheit oder Drohung, solche Nachrichten ängstigen Tatjana und ihren Sohn. Mama, was ist das? Das wurde an die Schulen geschickt. Ja? Ja. Wirklich? Ja, schau her, die schreiben Hallo, ihr Bastarde. Mein Name ist Alexander. Warum sollen wir in einer Region mit solchen Problemen bleiben, wenn es einen sicheren Ort gibt? Wohin willst du denn gehen? Nach Russland, zu Nastja. Wann? Sobald wie möglich. Gehst du nicht gern zu Nastja? Doch, natürlich. Aber du hältst mich ja fest in diesem verrückten Land. Wir fahren hin. Da sie fürchtet, der Krieg in der Ukraine könne nach Transnistrien übergreifen, will Tatjana die Wohnung verkaufen und zu ihrer ältesten Tochter nach St. Petersburg ziehen. Das sind die letzten Sachen, die wir noch einpacken müssen. Wir machen das nicht so gründlich, dafür ist keine Zeit mehr. Hier ist der Reisepass meiner Mutter. Er ist noch gültig. Sehen Sie? Er wurde in der UdSSR ausgestellt. Sie benutzt ihn bis heute. Aber er ist nur noch in Transnistrien und Moldau gültig. Und in Russland?
Nein, darüber lachen alle. Wir sind das letzte sowjetische Land der Welt. Wir sind immer noch ein kommunistisches Land. Tatjana ist stolz auf ihre sowjetische Erziehung. Ihre Mutter Galina aber, Französischlehrerin, fühlt sich seit dem Angriff auf die Ukraine von Russland verraten. Ich habe den Krieg satt. Ich habe Putin immer verehrt und respektiert, ihn für einen intelligenten Menschen gehalten. Aber als er sagte, dass der Feind sich gleich hinter der Grenze befände, starb etwas in mir. Ich habe nichts gegen die Russen, aber ich bin gegen das Töten. Und die Russen bringen Menschen um. Ich habe Angst um meine Kinder. Das ist alles. Siehst du? Die Menschen sind sich nicht einig, wer die Verantwortung für den Konflikt trägt. Ein Land zwischen Ost und West. Transnistrien wurde verdächtigt, als Hinterhof für das russische Militär zu dienen. Dagegen wehrt sich die Regierung. Sehen Sie sich um. Es gibt hier keine militärischen Strukturen, keine Einheiten. Eine Mobilisierung ist nicht möglich. Unsere Armee und unsere Militärdoktrin sind ausschließlich auf Verteidigung ausgerichtet. Wir verteidigen unsere Interessen, natürlich. Aber wir haben sicher nicht vor, unsere Nachbarn anzugreifen. Transnistrien weigert sich, am Krieg teilzunehmen und kann sich ihm doch nicht entziehen. 27.000 ukrainische Flüchtlinge sind schon im Land, wie in dieser eigens für sie eingerichteten ehemaligen Fabrik. Die Frauen und Kinder flohen aus der Gegend um Odessa, 100 Kilometer von hier. Julia teilt sich ein Zimmer mit ihrer Schwester Diana. Wir wurden hier freundlich empfangen und haben eine eigene Wohnung bekommen. Es gibt Einrichtungen für Kinder, wir haben Spielsachen, Waschzeug, alles. Überraschend war für sie, dass ein russischsprachiges Land sie aufnahm. Wir wussten nicht, dass wir nach Transnistrien kommen würden. Das Land kannten wir gar nicht. Aber wir sind hier gelandet. Und das Erste, was uns auffiel, waren die russischen Fahnen. Die haben uns Angst gemacht. Erst dachten wir, nichts wie weg. Aber dann haben wir uns gesagt, wir sind im tiefsten Feindesland. Vielleicht stellt sich das ja noch als Glück heraus. Die beiden Schwestern wähnten sich in Sicherheit, doch kurz darauf holte sie der Krieg wieder ein. Kurz nach unserer Abfahrt erklärte sich ein russischer General. Der ranghohe Militär berichtete über die Ziele Moskaus, die Eroberung der gesamten Südukraine, um der russischen Armee den Weg nach Transnistrien freizumachen. Ein paar Tage später kommt es in Transnistrien zu Angriffen. Auf ein Verwaltungsgebäude, auf die Antennen eines russischen Senders und auf ein Munitionsdepot, in dem tausende Tonnen alter sowjetischer Waffen lagern. Der Westen vermutet eine russische Provokation. Die Transnistrier weisen die Verantwortung der Ukraine zu. Moldau ruft zur Besonnenheit auf und fordert, seine territoriale Integrität zu respektieren. Wir wollten wissen, was aus den Menschen geworden ist, die wir kennengelernt hatten. Einige sind direkt nach den ersten Angriffen geflohen. Darunter auch Julia und Diana aus der Ukraine. Wir haben sie in Paris wieder getroffen, nach einer 48-stündigen Busfahrt. Wo
Das dauerte ewig. 2 Tage lang im Bus, ohne Schlaf. Man konnte sich nicht ausstrecken. Aber wir hatten keine andere Wahl. Habt ihr was erlebt, das euch Angst gemacht hat? Oh ja. Ich habe in einem Restaurant gearbeitet. Nicht weit davon entfernt gab es eine Explosion. Ich habe alles darüber gelesen und so von den Schießereien nahe der ukrainischen Grenze erfahren. Es hätte zwar schlimmer sein können, aber wir haben trotzdem lieber gepackt und sind gegangen, bevor etwas wirklich Ernstes passiert. Die beiden Schwestern wollen weiter nach Südfrankreich, um bei Freunden unterzukommen, bis der Krieg vorbei ist. Sascha, der Wachmann, ist mit seiner Frau und seiner Tochter in Tiraspol geblieben. Er wurde noch nicht eingezogen, verfolgt aber mit Sorge die Entwicklungen, aufs Schlimmste vorbereitet. Wenn es hier zu Kampfhandlungen kommen sollte, haben wir unsere eigene kleine Armee. Wir werden uns also verteidigen, solange wir können. Ich kann mir schon vorstellen, dass es soweit kommt. Natürlich hoffen wir, dass uns Russland dann zu Hilfe eilt. Aber wer weiß. Ich würde gerne glauben, dass alles gut geht. Aber keiner von uns wird Transnistrien im Stich lassen. Das kommt nicht in Frage. Tatjana, ihre Kinder und ihre Mutter Galina haben Transnistrien verlassen. Ich bin zwiegespalten. Einerseits bin ich traurig, weil wir unsere Wohnung verlassen mussten. Aber ich bin auch glücklich, dass wir es geschafft haben. 3 Tage lang haben wir überlegt, sollen wir gehen oder sollen wir bleiben? Wir mussten entscheiden, was wir tun und wie. Wir wollten nach Russland, aber es ist alles blockiert. So sieht es bei uns aus. Galina wäre gerne geblieben, doch ihre Tochter und die neuesten Ereignisse haben sie davon überzeugt, zu gehen. Ich wollte dort den Rest meines Lebens verbringen. Aber das Leben ist unberechenbar. Ich träume davon, zurückzukehren. Irgendwann werde ich das auch. Denn ich glaube nicht, dass sich Transnistria und Moldawien bekämpfen wollen. Tatjana und ihre Familie sind bei Freunden im Norden der Republik Moldau untergekommen. Sie bereiten dort ihre Reise nach St. Petersburg vor. Wie der Krieg auch ausgehen mag, Transnistrien und seine Bürger haben ihr Schicksal nicht in der Hand. Sie sind abhängig vom Wohlwollen und den Interessen ihrer mächtigeren Nachbarn.